Ja, die Wagen verfolgen weiter. Plänkler laufen davon. Jawohl, von der Karte runter. Und da kommt der Gegenangriff. Und die Zwangspanik bei Vidiakos von Imbitos. Das klingt alles sehr griechisch. Dabei sind wir doch keltische Gallier. Was ist denn da los? Aber wenn er in der Zwangspanik ist, dann kommt er auch nicht wieder zurück. Naja, schade drum. Und die Kavallerie verfolgt uns dort weiter. Leichte Reiterei flieht. Okay. Die haben sich direkt aufgelöst. Schade, schade. Mal gucken. Wir haben natürlich immer die Gefahr, dass die uns da in die Flanke gehen. Die werden wir mal wegjagen. Ja. Wald scheint clear zu sein. No enemies in the woods. Den General darüber, damit der die Truppe hoffentlich mal sammelt. Und unsere Wurfspieße schicke ich mal hier in den Flankenangriff. Genau, die weichen aus. Können wir sie mit denen hier stellen? Hätte man sogar vielleicht erst machen sollen vor der Bewegung der Infanterie. Die Bogenschützen können die Kavallerie da noch nicht erreichen. Dann spart euch die Salve noch ein. Okay. So, da sammeln sich die Wurfspieße weiter. Interessant, interessant. Die Wagen weichen aus. Werden sie jetzt attackiert von oben? Ja, tatsächlich. Okay. Schleuderer zermürbt. Hier wird weiter geplänkelt natürlich. Keine Überraschung. Es hat ja noch einmal mittlere Infanterie da oben, alles andere sind Hopliten. Wohin? Wohin soll die Reise gehen? Oh je, oh je. Wildes Durcheinander. Allerdings können wir die Peltasten hier stellen. Zermürbt, sehr gut. Schleuderer in Panik, die hier unten haben wir aber standgehalten. Mal gucken, die können wir hier auch noch attackieren. Die müssen sich drehen. Hier können wir mal die Bogenschützen jagen. Ja, bleib stehen. Nächste Panik. Ja, also ich sehe es ehrlich gesagt immer noch nicht, wie wir da oben reinkommen sollen, aber mal abwarten. Mal abwarten. Vielleicht ergibt sich hier was. Weiß gar nicht, die Wagen können die sich zurückfahren lassen? Ja. Selbstverständlich. Okay, wer hat sich nicht bewegt? Die Truppe könnte da angreifen. Das ist natürlich Irrsinn. Die könnten allerdings noch aufrücken. Die meinetwegen auch. Okay.
Die haben sich tatsächlich komplett zurückgesammelt, die Wurfspieße. Das ist ja auch ungewöhnlich. Also so in so schneller Zeit jedenfalls. Möglich ist das natürlich alles. Ach, da steckte nochmal mittlere Infanterie hinter dem, auf der Reverse Slope sozusagen, auf der abgewendeten Hügelseite. Ein Folgeangriff hier zustande gekommen. Bin ich ganz sicher, wo er mit der Kavallerie hin will. Vielleicht können wir sogar schaffen, sie hier irgendwie. Na, dafür sind wir eigentlich zu langsam, aber sie einzufangen, in Anführungszeichen. Probieren können wir das ja mal. So, dann bringen wir als erstes mal die Bogenschützen nach vorne. Dann die Wurfspieße da durch. Die Wurfspieße irgendwo hier rüber. Schleuderer Gonner Schleudel. Und einmal Bogenschützen hat er dann noch. Tja. Die konnten nicht ausweichen wegen der leichten Reiterei. Zermürbt ist das schon mal ganz schick. Und da stellen wir jetzt die Truppe davor. Dann müssen wir zusehen, dass der Wagen rauskommt. Den führen wir dann hintenrum wieder zurück. Wenn denn dafür noch Zeit bleibt. Die können nicht mehr angreifen, die können nicht weiter. Dann war's das. So, die Plänkler laufen und laufen. Die lösen sich auf. Wunderbar. Ja, wird Zeit, dass wir mit denen hier weiter vorstoßen auf der Flanke. Bogenschützen sind weg. Die Nachbarn halten Stand. Und die sickern in den Wald ein. Oh, weiß ich nicht, ob wir die da angreifen sollten. Ich glaube mal nicht. Und der General hat die Truppe endlich gesammelt. Huzzah! Charge! Charge onwards! Ja, die konnten nicht weiter zurückfallen, weil hier der Weg dahinter blockiert ist. Komm mal, die ruhig noch nach Hause. Shoot! Nach Hause schicken, wollte ich sagen. Hatte ich nicht damit gerechnet, dass die Dau noch hinterher rennen würden. Na, guck mal, dann stellen wir ihn doch hier. Das ist okay, wenn die hier im Wald stehen. In Panik, jawohl. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ah, beziehungsweise wir könnten erstmal. Wir machen es andersrum. Ja. Dann ziehen die hier vor, dann ziehen die da hin, dann ziehen die da hin, dann ziehen die hier hin. Und die Kavallerie dreht jetzt langsam um, also da müssen wir ein Auge drauf haben.
Die werden schon versuchen, natürlich in unseren Rücken zu kommen. Genauso wie die leichten Mokel hier. Jupp, okay. So, laufen, laufen, laufen. Kein Rally in der Rally-Phase. Die leichte Reiterei geht auf Reisen, naja. Und die Kavallerie zieht jetzt, weiß ich nicht wohin, im Zickzack hier hin und her. Jetzt werden hier Truppen verlegt. Weiter geplänkelt. Ah, zurückgefallen und geschwächt. Allerdings ändert das nichts. Wir werden da nicht sinnvoll hochkommen. Was? Der Wagen erreicht die nicht? Was ist denn da los? Dann müssen die Hufspieße da rein, auch wenn es riskant ist. Ja, die halten Stand. War vielleicht ein Fehler. Die haben schon einige Männer verloren. Vielleicht sollten wir lieber einen anderen Trupp vorschicken. Zu wem gehört denn der? Zu den dreien. Dann schickt der General wieder darüber. Er hat seinen Auftrag da ja erfüllt, die Truppen zu sammeln. Ja, schön, drei Felder hinterhergelaufen. Das will man doch sehen. Das will man doch sehen. Kann ich mal bitte die Schleuderer bekommen? Schleuder, Schleuder. Ja. Flee the battlefield. Run. Okay. Ran, Boys, ran. Und drehen die um. Wo wollen die hin? Ja, hier kommt der Flankenangriff gegen die Plänkler. War zu erwarten. Ein Folgeangriff gegen die Bogenschützen. Oh, das. That was not expected. Und Truppen hier rüber verlegt. Okay. Nur eine Kavallerie zieht hier rüber. Also ich. Okay, naja. Bin leicht verwundert, wie man vielleicht merkt. Erstmal hier in die Flanke reingehen. Zermürbt. Ah, schade. Wäre schön gewesen, wenn sie hier die massierten Peltasten noch attackiert hätten, die Wagen. Wie sind die denn jetzt nicht weggelaufen? Nun denn, haben wir hier unten noch die Truppe. Guten Tag. Ja, hier außen. Ich meine, da ist eine Lücke jetzt, ne? Drehen wir uns doch mal um und bewegen uns dahin und schauen, was passiert. Ansonsten. Also hier wäre eigentlich, hier ist halt. Ja, trotzdem 100 Meter Schritte. Da wäre die einzige Chance anzugreifen. Da hat er aber auch die. Ja, da stehen die Söldner. Wo sind die Erfahrenen? Die Erfahrenen hat er auf der Seite, wo sie eigentlich schlechter kämpfen können. Mal sehen.
So, die Plänkler fliehen weiter. Die haben sich noch aufgelöst, direkt vom Kartenrand. Ja, wunderbar. Die kommen auch nicht mehr zurück. Prima, prima. Hier wird weiter geplänkelt. Da baut er jetzt den Wagen ein, wenn ich das richtig sehe. Was er da mit der Kavallerie macht, also. Warum rotiert die nicht außenrum wie diese eine da? Völlig unklar. Völlig unklar. Also im schlimmsten Fall jage ich sie jetzt halt von der Karte, ne? Aber wäre jetzt auch nicht so wild. Stelle ich hier die Truppe hin, dann kann er da auch nicht weiter. Naja, naja, naja. Make them run, make them run, 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 run. Ja, spannend, ob er hier irgendwie reagiert und da was runterzieht. Ich tue mal so, als wenn ich jetzt die Einheiten auch noch verlegen wollte. Mal sehen, was er. Was er dazu sagt, was er dazu sagt. Die Truppe kann mal zurück. Die müsste eigentlich auch raus hier, ne? Bei dem hier provozieren, auf den Hang zu gehen, eventuell. Nö, wir bleiben da. Er will reagieren, er will reagieren, er zieht runter. Haha. It's a trap, sage ich dir nur. It's a trap. Ja, wir haben die Kavallerie besiegt und gebunden. Das heißt, wir können da jetzt gleich mit dem Heerhaufen noch reinrennen. Let's move out. Zermürbt, 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 zermürbt. Okay, er greift die im Wald an. Damit habe ich jetzt am wenigsten gerechnet. Aber. Dinge passieren, Dinge passieren, Leute. Ja, wobei, der gehört ja zu dem General. Dann drehen wir hier hin. So, jetzt werden wir. Ich gehe mit dem trotzdem noch weiter rum. Jetzt müssen wir hier mal eine Angriffswelle schlagen. Der hat allerdings einen General. Und mit der offenen Truppe sind wir nicht ganz so gut. Da ist jetzt dann die Frage, ob wir es schaffen, schnell genug hier durchzustoßen. Beziehungsweise mit dem wieder umzudrehen. Standgehalten und zurückgedrängt. Das ist natürlich asig. Jetzt hat er noch den Höhenvorteil von 100 Metern. Oh Gott. Das ist nicht so gut. Das ist gar nicht so gut. Schauen wir mal, ob das da drüben was wird. Und wer nichts wird, wird wird. Auch so ein blöder Spruch, naja. Ich glaube, das passt. So, die Griechen greifen hier auch noch mal an. Wollen jetzt ihre situative Überlegenheit ausspielen, schaffen es die Truppe zu zermürben. Ei. Momentan haben wir ja einen ganz guten Vorsprung durch die ganzen Plänkler, die wir erwischt haben, aber
Tja. Er kommt runter vom Hügel und holt sich direkt mal die Schwächung ab. Sehr cool. Sehr cool. Ja. Panik, Panik, Panik. It's some kind of panic. Ah, wobei, nee, das ist mir zu nah bei der feindlichen Kavallerie hier. Lass uns mal die überlegenen Heerhaufen hier reinwerfen gegen den General. Das ist ja sogar der Oberbefehlshaber. Und gegen die mittleren können wir auf dem normalen Hügel hier eigentlich vorgehen. Das sollte okay sein. Schade, die können jetzt hier keinen Flankenangriff machen. Wenn ich die zurückfallen lasse, werden sie vermutlich rennen. Naja, aber wir können ihn zumindest schon mal da. Oder wir drehen ihn mal da so rüber. Vielleicht muss ich ihn auch ganz darüber drehen. So. Weil er dann dahin muss, um hier eine Kontrollzone aufzubauen. Ein Rallye bei den leichten Wurfspießschützen. Ein Kavallerieangriff, der bei den Wagen hängen bleibt. Immerhin nicht in den Rücken der Infanterie führt. So, wo ziehen sie jetzt hin? Da kommt. Das ist schlecht. Oh je. Yeah. Standgehalten. Huhuhu. Wichtig. Droht er die Flanke. Hält der General stand? Das ist der Oberbefehlshaber. Das ändert natürlich nichts, aber. So, dreht um, dreht um. Man hat auch einen General in der Kavallerie. Trotzdem schlagen die sich ganz gut. Glück gehabt. 30% Chance für eine Niederlage eigentlich. Ah, gucken wir mal, ob wir hier oben endlich durchkommen. Nein. Ah, er hat auch den zweiten General hier in die mittleren Fußtruppen gesteckt. Jetzt müssen wir hier mal sehen. Die Truppe muss hier eine Kontrollzone hinsetzen. Könnte sogar überlegen, ob man hier einen Abnutzungskampf macht gegen die. Warum meine ich nicht? Unsere Truppe ist ja deutlich größer. Unentschieden. Ja, seht mal zu, dass ihr noch hier rüber kommt. Ja, das machen wir. Weil sie natürlich im Wald stark ungeordnet sind, während wir hier nur im Mittel ungeordnet sind, weil das der Heerhaufen mit der weiten Formation ist. Heißt jetzt allerdings, dass wir hier oben nicht durchkommen. Müssen wir mal sehen, wie es hier unten klappt und ob die hier durchhalten. Nee. 50 Mann, das tut weh. Die lassen sich zurückfallen, hätte ich was gesagt, aber sie fliehen. Sie fliehen vom Schlachtfeld. Wie steht's überhaupt? 31:15. Tja, mal abwarten. Wir haben noch 5 Runden. Ah, da sammeln sich die beide. Ich meine, okay, die haben Generäle, ne, aber das ist ja ärgerlich. Genau, und das ist jetzt problematisch hier hinten, das schlecht bewaffnete Fußvolk kann der Kavallerie natürlich kaum irgendwas entgegensetzen. Das war blöd von mir, die da vorzuziehen. Zurückgedrängt.
Na gut, ändert am Modifikator jetzt nichts. Die Frage ist, kriegen wir die da unten irgendwie klein? Im Wald. Eieiei. Im Wald und auf der Heide. Standgehalten, Mist. Da muss doch noch was gehen. Hör mal. Mach sie mal lang hier. Zermürbt immerhin schon mal. So wichtig, wenn die hier frei werden. Das wäre so wichtig. So, Abnutzungskämpfe. Gegner hält Stand. Schade. Schade, schade, Schokolade. Die können umdrehen, die sind frei. Ihr seid frei. Und da oben auch hinziehen, dauert jetzt leider ein bisschen. Tja, die werden jetzt hier die Biege machen, nehme ich mal an. Ach, ärgerlich. Warum habe ich die da nach vorne gebracht? Ich weiß es nicht. Ich parke die hier im Sumpf, da kann dir nichts passieren. So, die schlagen sich. Der Gegner hält Widerstand, aber wir haben den General töten können. Das ist natürlich wunderbar. Standgehalten ist auch gut. Hier haben wir die mittleren Fußtruppen zermürbt. Wunderbar. Stand gehalten. Auch gut. Gucken, wie weit die Kavallerie jetzt hier dem Fußvolk noch hinterher rennt. Das hat uns natürlich ordentlich Punkte gekostet. Bisschen blöd. Ach, die halten auch noch mal Stand. Come on. Und die Kavallerie gibt die Verfolgung sofort auf. Schade. Dann lass uns hier mal hier davon jagen. Was ist das jetzt? Oh, shit. Mist. Verfluchte Axt. Machen wir erstmal die einfachen Sachen hier. Drei Einheiten geschwächt damit und die zermürbt. Hohoho. Das ist doch nicht ganz so schlimm, wie ich befürchtet hatte. Ja, auch nochmal geschwächt. Problem ist halt, wenn ich die jetzt hier umdrehe. Also ich muss ja eine Einheit wegdrehen und die schauen jetzt hier rüber. Das heißt, die können die Einheit da nicht binden. Die können die Einheit da nicht binden. Das Einzige, was ich. Nee. Dann können die mir da in den Rücken fallen. Oder halt denen. Ich komme ja an denen nicht vorbei. Ich kann sie auch nicht angreifen. Das war richtig Mist hier, dass die hinter meine Linien ausgewichen sind. Verflucht. Leute, Leute, Leute. Ich kann die umdrehen, aber dann reitet er einfach in die Richtung hier weg und flankiert diese Einheiten. Also ich muss schon mindestens die Truppe umdrehen. Oder halt die. Das ändert irgendwie nichts. Nichts da hoch anzugreifen. Shit. Ja, wird mich mit denen flankieren können. Die ist die Frage, wenn die da angreifen, lassen die sich zurückfallen? Wenn nicht,
Kriegt er natürlich da direkt die, zumindest die Schwächung, wenn nicht sogar die Zermürbung hin. Jawohl. Sehr gut, sehr gut. Und da sie so nah am Kartenrand stehen hier, haben sie auch kaum eine Chance zu sammeln. Na gut, wir haben eh nur noch 3 Runden, aber das ist echt ganz praktisch gerade. So, da rennen die fliehenden Einheiten von der Karte. Das liegt daran, dass sie so nah am Gartenrand sind. Macht sich dann gleich bemerkbar. Ja, und die Kavallerie lässt sich, greift hier an und lässt sich wieder zurückfahren. Okay. Puh, doch glimpflicher ausgegangen, als ich es befürchtet hatte. Jawohl, auch zermürbt. Oh, und die hält nochmal stand, unglaublich. Unbelievable. Na, die werden wohl nicht mehr eingreifen können hier irgendwo. 2 Runden noch zu spielen. Wohin weichst du aus, Freundchen? Nach da. Ach gut, da kommen wir trotzdem nicht ran. Können allerdings Polenko. Naja, auch kaum noch effektiv. So, attackieren wir die zermürbte Einheit. Die hält stand, das heißt, wir müssen den Flankenangriff bringen. Und die anderen halten stand. Wow, okay. Da habe ich mir jetzt ein bisschen mehr von erhofft. Ja, tschüssi. Ja, gegen die mittleren sieht es jetzt deutlich schlechter aus. Logisch. Wow, Doppeldrop. Welche Richtung schaut die denn hier? Hm, können nächste Runde immer noch nicht angreifen. Blöd. Aber, achso, wir haben den Kampf noch. Das dürfte es dann jetzt ja auch gewesen sein, ne? Nochmal eine Zermürbung. Oh, ist auch wichtig, dass er dann kein Rallye mehr kriegt jetzt. So, da wird sich wohl nichts mehr sammeln, ne? Die Truppe rennt. Ja. Das war's. 52, ne, 19 zu 52. Da machen wir doch nochmal einen Screenshot für die Turnierleitung und ich bedanke mich bei Insada für die Spiele und wir sehen uns in der nächsten Runde, Leute. Macht's gut, bis dann, euer Jan.